Der Mike vom Mazdaq Offroad und wir möchten euch heute zeigen, wie an eurem Rad das Fahrwerk richtig eingestellt wird und das mit Robert und diesmal nicht in der Werkstatt, sondern hier draußen auf den Trails. Genau. Konkret geht es ums Luftfahrwerk von Mountainbikes und da müssen wir zunächst den Sack einstellen, den Negativfederweg und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Der Sack zeigt an, wie weit das Fahrwerk einsinkt, wenn ich mich mit meinem vollen Fahrergewicht, also inklusive Kleidung und Ausrüstung, auf das Fahrrad setze. Und wie man den abliest, das zeige ich euch jetzt an der Gabel und am Dämpfer. Die meisten modernen Luftfahrwerke haben einen kleinen Gummi-O-Ring an der Kolbenstange. Das seht ihr hier. Und bevor ihr jetzt den Sack ablesen könnt, ist es ganz wichtig, diesen O-Ring an das Ende der Kolbenstange zu schieben. Also einfach ganz bis zum Anschlag. Und das gleiche müsst ihr auch für die Gabel machen, bei der das Ganze hier angezeigt wird. Auf der rechten Seite einfach den Gummiring bis ganz unten an das Ende der Kolbenstange oder in dem Fall das Standrohr. Und danach können wir uns auf das Fahrrad setzen und gucken, wie weit der Federweg genutzt wird. Denkt daran, dass ihr euren Dämpfer öffnet, also die Kompression komplett offen habt. In dem Fall bei mir nach hinten. Und dann mit sehr viel Gefühl, sehr viel Feingefühl auf das Rad abstützen, die Beine anheben und jetzt beim Absteigen darauf achten, dass das Rad nicht zu sehr weiter einfedert. So, jetzt gucke ich mir an, wie weit mein hinterer Dämpfer eingesackt ist. Und bei mir sehe ich jetzt direkt, dass zu wenig Luftdruck auf dem Dämpfer ist, denn es werden über 40% vom Federweg genutzt. Und das heißt jetzt, ich muss den Dämpfer erstmal aufpumpen, um ihn auf mein Körpergewicht abzustimmen. Für das Aufpumpen des Dämpfers benötige ich eine spezielle Luftpumpe. Die hat einen sehr hohen Druckbereich, bis zu in dem Falle 600 PSI. Und ich prüfe jetzt mal, wie viel Druck aktuell auf meinem Dämpfer drauf ist und dann entscheide ich, wie viel Luft ich noch ungefähr drauf bringe. Mein Dämpfer zeigt mir jetzt ungefähr 200 PSI an und ich schätze, dass ich jetzt ungefähr auf 280 PSI hoch muss und von da aus mache ich dann meine Feineinstellung. Achtet während des Pumpens darauf, dass ihr gelegentlich auf den Sattel Druck ausübt. So könnt ihr den Druckausgleich zwischen Positiv- und Negativkammer erreichen. Und danach machen wir wieder einen Test, wie weit der Dämpfer einsackt. Bedenkt auch immer, dass wenn ihr die Luftpumpe abschraubt, ungefähr 10 PSI verloren gehen. Das kann also auch einen gewissen Unterschied machen. Gegebenenfalls müsst ihr dann nochmal nachpumpen. Ich setze mich jetzt also wieder auf mein Fahrrad, prüfe, wenn ich mein Gewicht darauf bringe, wie weit das Fahrrad einsackt. Und ich denke mal, jetzt dürfte ich in etwa 30% Sack erreicht haben, was ein ganz guter Richtwert ist, um dann euer Fahrwerk fein einzustellen. So, wieder vorsichtig absteigen und kurz prüfen, wo der O-Ring angekommen ist. In dem Fall sind es jetzt bei mir sogar 25% und ich würde jetzt von hier aus einfach probieren, wie sich der Dämpfer im Fahrverhalten verhält. Für das Ablesen des Sacks bei der Gabel würde ich euch jetzt empfehlen, die direkte Fahrposition einzunehmen, also wie ihr regulär auf dem Rad steht. Und dazu empfehle ich euch vielleicht die Unterstützung von einem Freund zu holen. In dem Fall macht das jetzt der Mike. Und dann könnt ihr sehr genau ablesen, wie die Gabel im Fahrverhalten einsinkt. Schätzungsweise sollten das ungefähr 20% sein, tendenziell ein bisschen weniger Sack als beim Dämpfer. Und wie das bei mir aussieht, das gucken wir uns jetzt an. So. Wieder sehr ruhig vom Fahrrad absteigen, dass die Gabel nicht unnötig einsackt. Und dann können wir sehen, wo in etwa der Sack liegt. Bei mir liegt der Sack jetzt bei 15%. Die Gabel ist also relativ straff abgestimmt, relativ hoher Luftdruck. Ich würde jetzt einfach noch etwas Luft herauslassen, um das in etwa auf den Dämpfer anzugleichen. Ich würde euch empfehlen, immer die Luftpumpe zum Ablassen der Luft zu verwenden und dann könnt ihr da auch sehr genau arbeiten. So, mir werden jetzt hier 100 PSI angezeigt. Das ist für mein Körpergewicht zu viel. RockShox empfiehlt hier ca. 85 bis 90 PSI für mein Körpergewicht. Und deswegen lasse ich jetzt hier mit dem Feineinsteller ein bisschen Druck ab. Und dann denke ich, dass die Gabel in etwa für mein Körpergewicht abgestimmt ist. So, auch hier wieder gleiches Prinzip beim Luftaufpumpen. Kurz die Federgabel bewegen, wenn die Luftpumpe angeschlossen ist,
So gleicht ihr den Druck in der Positiv- und Negativkammer aus. Das mache ich jetzt auch nochmal. Nachdem wir jetzt den Sack eingestellt haben, würde ich euch empfehlen, als nächstes die Zugstufe einzustellen. Die Zugstufe sorgt dafür, dass der Dämpfer in einer bestimmten Geschwindigkeit ausfedert. Und wenn ihr den Dämpfer noch nicht getestet habt, dann würde ich euch empfehlen, einfach auf einer mittleren Ebene zu starten, sodass ihr in beide Richtungen eine gewisse Anzahl an Klicks Spielraum habt. Und das gleiche würde ich euch jetzt für die Gabel empfehlen. Bei den Gabeln sind die Zugstufen im Normalfall hier unten verbaut. Auch hier wieder entsprechend die Klicks zählen, die euer Modell hat. Den mittleren Klick einstellen und von da an können wir ans Fahren gehen und testen, wie die Gabel sich beim Fahren verhält. So, bei meiner Probefahrt sind mir jetzt genau zwei Sachen aufgefallen. Zum einen ist meine Zugstufe beim Dämpfer etwas zu langsam. Das Heck arbeitet relativ träge. Beim Dämpfer heißt das konkret, dass ich die Zugstufe, damit sie schneller wird, in Minusrichtung drehen muss. Plus bedeutet, der Dämpfer würde langsamer ausfedern. Und das mache ich jetzt mal bei mir. Zwei, drei Klicks, tastet euch ran, Schritt für Schritt. Bei der Zugstufe muss man auch insbesondere ein bisschen aufpassen, dass man ihn nicht zu schnell einstellt beim Springen. Das kann nämlich dazu führen, dass man beim Springen zu frontlastig wird und dann gegebenenfalls über den Lenker fliegt. Zweitens ist mir aufgefallen, dass meine Druckstufe bei der Gabel, die Kompression, noch etwas zu schnell arbeitet. Das heißt also, die Gabel federt etwas zu schnell ein beim Fahren. Und das kann ich jetzt beheben, indem ich in Plusrichtung drehe. Auch wieder Schritt für Schritt, Klick für Klick. Einfach ein bisschen probieren. Ich starte jetzt hier mit drei Klicks, mache dann wieder eine Probefahrt und taste mich so nach und nach an mein perfektes Fahrwerkssetup ran. Und ja, jetzt kann ich es noch ein bisschen mehr knallen lassen und gucken, wie alles funktioniert. So, wir sind jetzt einige Runden gefahren, haben unser Fahrwerk getestet und ich habe noch hier und da an der Zugstufe einige Klicks gedreht, habe in meiner Kompression noch einige Klicks verändert und jetzt fühlt sich mein Fahrwerk so an, wie ich mir das wünsche. Die Zugstufe ist insbesondere nicht zu schnell, das ist sehr wichtig, wenn ihr springen geht. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr euer Fahrwerk testet, wenn ihr euer Fahrwerk einstellt, sucht euch einen Trail, der verschiedene Bedingungen hat, ein paar Sprünge, ein paar Wurzeln. Und so könnt ihr einen sehr guten Punkt finden, von dem ihr, sage ich mal, euer Fahrwerk auf eure Bedürfnisse individuell einstellen könnt. Ansonsten noch ein paar Tipps allgemein zum Fahrwerk. Wenn ihr sehr viel Luftdruck auf der Gabel fahrt von vornherein und ihr habt immer noch das Problem, dass die Gabel durchschlägt, dann kann das sein, dass die Gabel nicht progressiv genug eingestellt ist. Das gleiche würde auch für den Dämpfer gelten. Und in dem Fall könntet ihr noch sogenannte Tokens nachrüsten. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch nochmal in einem gesonderten Video. Alle Produkte, die wir in dem Video gezeigt und verwendet haben, findet ihr natürlich wie immer bei uns im Shop und unter diesem Video verlinkt. Marciac Offroad, dein Shop für Motocross, Mountainbike und Streetwear.